Vielen Dank für die Ankündigung. Wir haben während der Tagung ja bereits schon etwas zu fragmentiertem ja, Größen anpassen und ich muss hier genau reinsprechen, glaube ich, damit man mich hört. So? Genau. Geht jetzt? Ja. Super. Genau, wir haben ja gestern schon was von Fragmentierungen gehört, auch heute diese wunderbaren fragmentierten Bilder gesehen und über Vertikalität kurz gesprochen. Und mein Vortrag oder die Anregung zu diesem Vortrag hat sich eigentlich aus zwei banalen Gegebenheiten ergeben. Zum Ersten bin ich nicht nur Kunst, sondern auch Bildhistorikerin bzw. Wissenschaftlerin und zum Zweiten eben wie gesagt auch TikTok-Creatorin und während ich dann selber so dabei war, über die For You-Page zu wischen, habe ich mich gefragt, wie kann ich eigentlich mit diesen fragmentierten Bildern, mit der Flut von Bildern, die beim Wischen entstehen, wissenschaftlich umgehen? Kann ich damit irgendwie wissenschaftlich umgehen? Und so ergibt sich auch dieser Vortrag, Wisch und Weg, die For You-Page und ihr user-generierter Effekt auf TikTok. Denn, und das fand ich auch interessant, die Jungs in der Forschung, Zeng, Biden und Schäfer, haben wir schon mehrfach gehört, die drei Namen, bezeichneten die For You-Page als one of the most addictive scrolling experience on the Internet. Und so werde ich in meinem Vortrag zunächst die Interaktion mit diesen Inhalten auf der For You-Page und deren Folgen untersuchen und widmen mich danach dem Wischen als besondere Interaktionsform, durch die ein visueller und optional akustischer Effekt entsteht, dessen Wirkung ich dann mir im letzten Schritt angucken werde. Und ich spreche schon gleich eine Triggerwarnung aus für, etwas später, ich werde es nochmal ansagen. Ich habe Bilder bzw. Beispiele, die gewaltpornografische Darstellungen und auch Drogenkonsum beinhalten, also mein Vortrag hat sie alle. Aber ich werde es nochmal kurz davor sagen. Jetzt aber würde ich gerne damit beginnen, die Aktivitäten der UserInnen auf oder mit TikTok zu analysieren. Banal gesagt, mit ihrer Hand treten sie in direkten Kontakt mit der Plattform durch Wischen, Liken, Kommentieren, Weiterleiten, Speichern und das Weiterverwenden der Videos, Sounds und Effekte zur Erstellung eigener Inhalte. Dies geschieht nicht unmittelbar. Zwischen dem nicht-digitalen Raum der NutzerInnen und dem digitalen Raum fungiert das Smartphone als Vermittler, allen voran seine Oberfläche. Welche Bedeutung Oberflächen haben, untersucht James J. Gibson in seinem The Ecological Approach to Visual Perception. Darin definiert der Psychologe die Oberfläche als etwas, das Medium von Substanz trennt. Warum gerade die Oberfläche in dieser Trias die entscheidende Rolle einnimmt, erklärt er unter anderem damit, dass the surface is where most of the action is. An der Oberfläche, dem Bildschirm des Smartphones, treffen folglich das Medium TikTok und UserInnen aufeinander. Anstatt jedoch Subjekt von Objekt zu trennen und damit die von der westlichen Vorstellung des Aktiven und Passiven geprägte Opposition zu festigen, die Bruno Latours Netz Akteur-Netzwerk-Theorie aufzubrechen sucht, stellt die Oberfläche des Smartphones einen Austauschpunkt dar. Die materielle Resistenz der Oberfläche, die Gibson im zweiten Gesetz seiner Ecological Laws of Surfaces als Depending on the Viscosity of the Substance beschreibt, soll mit dem Design des Smartphone-Bildschirms überwunden werden. Das transparente Glas des Touchscreens ist so gestaltet, dass nicht nur ein Blick, sondern auch eine Berührung durch das Glas möglich ist. Die Hand der TikTokerInnen wird demnach zu einem Instrument, das sich mittels Oberfläche in den digitalen Raum verlängert und den individuellen Akt des Interagierens in die Datenbank der App einschreibt. Alle Aktivitäten auf der Oberfläche hinterlassen als Spur der Berührung Fingerabdrücke, die sich in die forensische Ikonografie einordnen lassen. Dieser Begriff wurde vor geraumer Zeit aus der Kriminologie in die Geisteswissenschaften übertragen. Er beschreibt eine Spurenlese, die die Identifikation der Verursacherin ermöglicht.
Das sich im 20. Jahrhundert etablierte Paradigma betrifft vor allem den Fingerabdruck als Spur. Wie die Kunsthistorikerin Ann-Sophie Lehmann in ihrem Aufsatz Taking Fingerprints, the Indexical Affordances of Artworks Material Surfaces in Anlehnung an den Gelschen Indexbegriff erläutert, ist der Fingerabdruck die indexikalische Spur von Handeln par excellence. Durch die Berührung wird unmittelbar auf das Engagement eines bestimmten Individuums verwiesen. Einige Kunstschaffende integrierten gezielt diesen Gedanken in ihre Kunst. Marcel Duchamp platzierte am Ende seines Anemic Cinema von 1926 im Hinweis auf die Urheberrechte einen Fingerabdruck zusammen mit seiner Unterschrift als Rose Salary. Der Fingerabdruck als indexikalische Spur des Machens dieses Films würde Marcel Duchamp als Marcel Duchamp ausweisen, während der Künstler dezidiert mit seinem weiblichen Alter Ego als Macherin des Werks auftritt und damit auf das Problem der Nichtübereinstimmung von Darstellendem und Dargestelltem hinweist. Einen Schritt weiter ging Saul Steinberg mit seiner Serie von aus Fingerabdrücken bestehenden Porträts. Das Halbporträt Fingerprint Man von 51 perfektioniert den semiotischen Zusammenbruch des Indexes und Icons. Das Gesicht, das aus einem unikalen Fingerabdruck Steinbergs besteht, ist für das menschliche Auge nicht als Steinberg erkennbar. Dies bringt den paradoxen Verlust der Individualität im Sinne einer Erkennbarkeit auf den Punkt, der eintritt, wenn eine Person auf ihre einzigartige identifizierende Spur reduziert wird. Für den TikTok-Algorithmus hingegen verbirgt sich hinter jedem Account ein individuelles Datenset, welches die indexikalische Spur eines oder einer Userin trägt, nämlich den nunmehr digitalisierten Fingerabdruck. Zwischen diesem und dem physischen Fingerabdruck auf der Oberfläche des Touchscreens besteht ein wesentlicher Unterschied. Es ist die Beständigkeit des Ersten. Immer wieder wird vor dem digitalen Fingerabdruck gewarnt, der nur bis zu einem gewissen Grad eliminiert werden kann, doch ist es nicht immer ein Ziel, Userpräsenz und Verhalten zu verschleiern. Viele NutzerInnen empfinden die Personalisierung des auf der For You-Page angezeigten Contents als zufriedenstellend, was Kommentare wie Commenting so I can stay on Shitstalk unter einem Video der Sitcom Schitt's Creek verdeutlichen. Mittlerweile geschieht diese Anpassung mit erstaunlicher Schnelligkeit und diejenigen, die auf TikTok selbst aktiv sind, haben das sicherlich mitbekommen. Die Interaktion der TikTokerInnen, ob wischen, liken oder kommentieren und so weiter, manifestiert sich also in einer nicht umkehrbaren Transformation des accountgebundenen digitalen Datensets und damit der For You-Page. Anders als bei Duchamp oder Steinberg, in deren Hinterlassen von Fingerabdrücken eine künstlerische Intention steckt, ist es auf TikTok ein bedingt bewusster Akt. Vielmehr sind die Fingerabdrücke eine unabdingbare Folge des Content-Konsums, der ohne eine Interaktion mit der Plattform nicht erfolgen kann. Lenken wir nun aber unsere Aufmerksamkeit auf einen speziellen und sehr dominanten Interaktionstypus, das Wischen oder Scrollen, zu dem UserInnen nach dem Öffnen der App angehalten werden, weil sie direkt auf der For You-Page landen. Beim Scrollen wird mit Daumen oder Finger entlang des Bildschirms gewischt, um von einem Video zum nächsten zu gelangen. Zwischen längeren Phasen der Wahrnehmung von Videos, die jemand sehen will, kommt es zu Phasen des schnellen Wischens, vor allem dann, wenn jemand bestimmte Inhalte nicht sehen will. In dieser Bewegung von unten nach oben oder umgekehrt vergegenwärtigt sich eine Linearität der Bilderanordnung, die auf die Grundidee des bewegten Bildes zurückführt. Denn wie Wassily Kandinsky in Punkt und Linie zur Fläche schreibt, ist die geometrische Linie die Spur des sich bewegenden Punktes, also sein Erzeugnis. Sie ist aus der Bewegung entstanden und zwar durch Vernichtung der höchsten in sich geschlossenen Ruhe des Punktes. Hier wird der Sprung aus dem Statischen in das Dynamische gemacht. Hintereinander mit bestimmter Geschwindigkeit abgespielt, bilden mehrere statische Einzelbilder ein Bewegtbild. Die Anordnung der Bilder kann unterschiedlich erfolgen. Im wohl ersten Bewegtbild, dem Daumenkino, sind die Einzelbilder auf Papierseiten buchstäblich hintereinander gereiht. Bei der später entstandenen Laterna Magica sind sie meist horizontal oder wie hier im Kreis angeordnet, ähnlich wie bei dem Phänakistoskop. Auf dem analogen Filmstreifen können die Einzelbilder abhängig von der Apparatur horizontal, aber auch vertikal angeordnet sein, was häufiger der Fall ist. Ein solcher Filmstreifen mit vertikal angeordneten Einzelbildern eignet sich für einen formalen Vergleich mit der For You-Page.
Damit die Linie als Ergebnis einer Bewegung entstehen kann, bedarf es laut Kandinsky mindestens einer von außen kommenden Kraft. Im Falle des Zelluloidstreifens ist es ein Projektor und jemand, der oder die ihn bedient. Im Falle von TikTok sind es die NutzerInnen, die mit ihrem Finger vertikal entlang der Screenoberfläche wischend eine Linie nachbilden und Bewegung erzeugen, womit sie jedes einzelne Video auf der For You-Page zum Laufen bringen. Neben dem Unterschied zwischen passivem Filmpublikum und aktiven TikTokerInnen, die projizieren und zeitgleich konsumieren, lässt der Vergleich weitere wichtige Aspekte sichtbar werden. Versetzt sich der Filmstreifen in Bewegung, so fügen sich die statischen Einzelbilder zu einem Bewegtbild, welches in der Regel in Einstellungen, Szenen und Sequenzen als kohärente Sinneinheiten unterteilt ist. Jede dieser Einheiten folgt einer gewissen Logik, nämlich der FilmemacherInnen. Und hier folgen gleich Beispiele, die eine Mordszene beinhalten. Erfolgt eine Unterbrechung dieser visuellen Kontinuität, so ist diese ebenfalls gewollt und wurde im Film noch vor der Entwicklung der Montage durch Verschiebung der Kamera oder Pausieren der Kameraaufnahme realisiert, um durch sensorischen Reiz Spannung im filmischen Geschehen erlebbar zu machen, aber auch das Gemachtsein des Dargestellten oder das Bild als Abbild zu kennzeichnen. Häufige Methoden sind dabei das Jump-Cutting, Fast-Cutting und dessen Unterform die Hip-Hop-Montage. Jump-Cutting bezeichnet sich durch ruckartig wahrgenommene Sprünge aus, die dadurch entstehen, dass kein Bildübergang geschaffen wird. Diese Technik wurde stark in den 60er Jahren von RegisseurInnen der Nouvelle Vague, wie beispielsweise hier Jean-Luc Godard, verwendet, um Diskontinuitäten, wie bei diesem Gespräch während einer Autofahrt zwischen Jean Seberg und Jean-Paul Belmondo in Abut de Souffle von 1960 zu verbildlichen. Beim Fast-Cutting wird diese Montagetechnik, wie der Name andeutet, mit besonders kurzen Shots bewerkstelligt, die mit abgehackten Sounds bzw. Kompositionen untermalt sind. Ein prominentes Beispiel ist die Duschszene aus Alfred Hitchcocks Psycho von 1960. Eine eigentlich entspannende Prozedur, die Körperpflege, verwandelt sich binnen Sekunden in einen schockierenden Mord, der in ca. 50 Schnitten in Begleitung von Bernard Herrmanns ikonischer Komposition The Murder gezeigt wird. Irritation entsteht folglich nicht nur auf einer inhaltlichen Ebene, ein Schreck durch den Mord an sich, sondern auch auf medialer. Wie nachhaltig solche Darstellungen sogar auf ihre Produzentinnen wirken können, bezeugt die Aussage der hier zu sehenden Schauspielerin Janet Leigh: I stop taking showers and I only take a bath. Das Gefühl von Störung des Normalen wird mit der Hip-Hop-Montage durch zusätzliche Integration von zeitbeschleunigten Shots gesteigert und sie zeigen meistens alltagsübliche Handlungen. Der Regisseur Darren Aronofsky prägte namentlich diese Technik, die er in seinem Debütwerk Pi 1998 und zwei Jahre später in Requiem for a Dream verwendete, um Medikamenten- bzw. Drogenkonsum und Rauschzustände zu vergegenwärtigen, was ich Ihnen kurz vorführen möchte, und auch da Drogenkonsum. So, muss ich das jetzt anklicken oder? Passiert nichts. Geht nicht? Nee. Hat das funktioniert beim Test? Ja. Als eben markant oder bezeichnend angenommen werden. Ah, gut. Alles klar.
Die Länge der Shots beträgt beim Fast Cutting unter 3 Sekunden, bei der Hip-Hop-Montage oft sogar nur eine, was im Zusammenspiel mit dem Sound noch fragmentarischer und verstörender wirkt. Da schon ein einziges buchstäblich aus der Reihe fallendes Bild ausreicht, um für Irritation zu sorgen, thematisiert der Film Fight Club von David Fincher aus dem Jahr 1999. Hier auch Triggerwarnung, pornografische Inhalte. Tyler Durden, ein dubioser Seifenverkäufer, arbeitet nebenbei als Filmvorführer. Seine Aufgabe ist es, rechtzeitig die Filmrollen während der Vorführung zu wechseln. Der Erzähler und gleichzeitig Protagonist fragt das Publikum: Why would anyone want this shit job? Die Antwort lautet: Because it affords him other interesting opportunities. Like splicing a frame of pornography into family films. So, when the snooty cat and the courageous dog with the celebrity voices meet for the first time in Reel 3, that's when you catch a flash of Tyler's contribution to the film. Nach dieser Erläuterung durch den Protagonisten erhalten ZuschauerInnen einen Einblick in den Kinosaal und die Reaktionen des Publikums auf ein blitzartig gesehenes pornografisches Bild, das von kurzem Stöhnen begleitet wurde. Eine Mutter, die mit verstörter Miene ihre Kinder anblickt, ein Mädchen, das zu weinen beginnt. Nobody knows that they saw it, but they did. Tyler wird zum Co-Produzenten des Gesehenen bei dieser einen Vorführung, indem er ein nicht zum Streifen zugehöriges Bild an Startband klebt. Fragt man sich, welche Bilder eigentlich die For You-Page ausmachen, dann lautet die Antwort: niemals die wirklich gleichen. Der erste Grund dafür liegt in der Art des Contents und seiner Einbindung in die Plattform. Generell existieren auf TikTok zwei Kategorien von Inhalten, der einzigartige Original-Content und der mimetische Content, der auf Imitation und Reproduktion bestehender Inhalte aufbaut. Dieser mimetische Content folgt einem meistens kurzweiligen Trend, wie wir wissen, der als wiederkehrendes akustisches und oder visuelles Motiv auf der For You-Page auftaucht. Der Sinn eines jeden Trends liegt jedoch darin, zumindest eine Variable des Memes individuell zu verändern, weshalb absolute Identität abgespielter Videos bzw. ihrer Bilder nur unveränderten Reposts unterstellt werden kann. Selbst dann aber weiß der Rahmen um ein TikTok-Video, der Informationen und Funktionen ähnlich wie der Rand eines Zelluloidstreifens bereitstellt, jedes Einzelbild als ein Unikat aus. Er kann unten ein- oder ausgeklappt, jedoch nicht vollständig ausgeblendet werden, sodass er zum Bild gehört. Der zweite Grund verbirgt sich hinter der Konstellation dieser Bilder, also der Zusammensetzung der For You-Page, die, wie anfangs schon erläutert wurde, infolge der Interaktion der TikTokerInnen mit der App personalisiert und ständig aktualisiert wird. Neben der ständigen Veränderbarkeit der For You-Page an sich, stellt sich der Darstellungs- und Rezeptionsmodus derselben als ein dritter Grund für ihre Wandelbarkeit heraus. Denn so wie Tyler Durdens manipulierter Film ein Objektunikat darstellt und dessen Vorführung einem einmaligen, zu einem einmaligen Event wird, ist auch die Präsentation und Wahrnehmung der Inhalte auf der For You-Page stets einmalig. Dafür benötigen UserInnen allerdings keinen Schneidetisch oder digitale Montagetools. Sie brauchen lediglich zu wischen, um unterschiedlich schnell wechselnde Bilder und Töne zu generieren. Um mit dieser unbeständigen Natur der For You-Page und ihrer Wahrnehmung umzugehen, kann auf Konzepte zurückgegriffen werden, die zunehmend seit den 1960ern in der Geisteswissenschaft entwickelt wurden, um dem jahrhundertlang dominierenden hylomorphischen Modell der Schöpfung entgegenzutreten. Dieses setzt die Vollendung eines Artefakts aufgrund seiner Materie, die der Mensch formt, bereits bei der Entstehung idealerweise voraus. Umberto Eco legte mit seiner Opera Aperta von 1962 einen Meilenstein in der Untersuchung der strukturellen Offenheit von Werken, weil er seine Ausführung auf die Beziehung zwischen Künstlerin und Betrachterin fokussiert, bezieht sich Ecos Verständnis von Offenheit auf die Werkinterpretation. Im Falle der For You-Page muss der Offenheitsbegriff allerdings erweitert werden, denn eine Veränderung zeigt sich, wie gerade erläutert, nicht nur in der usergenerierten Darstellung der For You-Page, wenn wir diese mit Ecos Akt der Werkinterpretation parallelisieren, sondern auch in der For You-Page selbst, die durch die Interaktion ständig neue Form annimmt. Ein maximal offenes Verständnis von Dingen findet sich in den Arbeiten Tim Ingolds.
In Bringing Things to Life, Creative Entanglements in a World of Materials beschreibt der Anthropologe die Welt als eine riesige Küche. In the kitchen, stuff is mixed together in various combinations, generating new materials in the process, which will in turn become mixed with other ingredients in an endless process of transformation. Ein digitales Artefakt in ständigem Transformationsprozess konstituiert sich die For You-Page folglich aus Bildern, Tönen und/oder Texten, die sich hier zu einer neuen Entität zusammenfinden, die sich UserInnen nach dem Öffnen der App durch Wischen offenbart. Der Vorgang weckt Neugier. Welcher Inhalt könnte als nächstes kommen? Gleiche Kriterien legte der Filmhistoriker Tom Gunning fest, um eine Attraktion zu definieren. The attraction directly addresses spectators, acknowledging the viewer's presence and seeking to quickly satisfy a curiosity. Zwei weitere Momente in Gunnings Verständnis von einer Attraktion sind die Unmittelbarkeit, also eine Zeitlichkeit, die durch Präsenz und damit Präsenz geprägt ist, und die damit zusammenhängende Überraschung. Beide Eigenschaften der For You Page. Begreift man demzufolge die For You Page als eine Attraktion, so kann der durch Scrolling entstehende Effekt als ein Fact of Attraction beschrieben werden. Selbst dann, wenn man Inhalte an und für sich nicht interessant genug findet, um sie länger wahrzunehmen, wird man in der Verheißung auf ein attraktives Video unterhalten. Und zwar durch die visuelle und akustische Irritation, verursacht durch Fragmentation der weggewischten Videos, vergleichbar mit den von mir gezeigten Stellenmontagetechniken im Film. Meine Überlegungen möchte ich mit einer kritischen Äußerung des französischen Denkers Guy Debord beenden, der bereits 1967 in La Société du Spectacle formulierte: In societies dominated by modern conditions of production, life is presented as an immense accumulation of spectacles. Everything that was directly lived has receded into a representation. The images detached from every aspect of life merge into a common stream in which the unity of that life can no longer be recovered. Fragmented views of reality regroup themselves into a new unity as a separate sort of world that can only be looked at. Was bereits für das einzelne Video gilt, welches ein Spektakel darstellen kann, scheint sich auf der For You-Page durch den user-generierten Effect of Attraction zu perpetuieren, denn kaum ein anderes Phänomen könnte treffender als ein Strom fragmentierter Einzelbilder des Lebens beschrieben werden. Doch während die Debord'sche Pseudowelt nur angeschaut werden kann, sind es heute die TikTokerInnen, die die Entstehung ihrer Welt mit jeder Wischbewegung mitverantworten. Oder, um es mit den Worten von Trevor Buffone zu sagen, it isn't just TikTok, it is our culture. Vielen Dank.